100 Spieler. Und jeder hat nur diesen einen Block. Auf diesen wird alle 30 Sekunden ein zufälliges Item gedroppt. Und wir reden hier über jedes mögliche Item. Ziel wird es sein, innerhalb von 2 Stunden die weiteste Distanz zurückzulegen. Dafür wird man die richtige Taktik mit den richtigen Items brauchen. Und eine große Portion Glück. Ein unfassbar cooles Community-Randomizer-Wettrennen-Battle. Sehr langer Name. Solltet ihr davon mehr sehen wollen, lasst unbedingt einen Like da, abonniert diesen Kanal und lasst mich gerne in den Kommentaren wissen, was ihr für Taktiken gehabt hättet und ob wir das Ganze ein weiteres Mal machen sollen. Viel Spaß mit dem Video! Spieler, ein Randomizer und ein Bedrock-Block. Es kann nur eine Person gewinnen, und zwar die Person, die es schafft, innerhalb von 2 Stunden die weiteste Distanz zurückzulegen. Stellt sich die Frage, wie soll man hier eine Strecke zurücklegen, wenn man nur, naja, den Kollegen unter uns hat. Vielleicht könnt ihr euch das Ganze eventuell denken. Dieser Block hat eine magische Fähigkeit, und zwar, er wird uns alle 30 Sekunden immer wieder ein neues Item droppen, womit wir in der Lage sind, uns Blöcke weiter nach vorne zu bewegen. Das bedeutet, manche werden Glück haben und direkt zum Beispiel einen Lock bekommen, woraus sie 4 Blöcke machen können. Oder manche haben weniger Glück und haben gar keinen Block, mit dem sie sich weiter nach vorne bauen können. Jeder hat natürlich einen anderen Randomizer und das kann sehr, sehr interessant werden. Wir haben das Ganze schon mal vor Jahren gemacht, hat unfassbar viel Spaß gemacht. Je länger das Ganze läuft, immer taktischer, denn es gibt nämlich Konstruktionen wie beispielsweise einen Kabelgen oder vielleicht mal mit Saplings of Dirt und man kriegt immer mehr und mehr Blöcke und das Ganze noch schneller. Das Ganze kann super gut vorangehen. Ich bin sehr gespannt, wie weit wir nach 2 Stunden hier stehen werden. Lasst unbedingt einen Like da, abonniert diesen Kanal und drückt mir auf jeden Fall die Daumen, dass der Randomizer heute auf unserer Seite ist. Wir sind momentan auf Platz 25 von 200 Spielern. Elite-Spieler. Wirklich. Man weiß auch. Also ich spiele schon sehr, sehr lange Minecraft. Und hier haben wir direkt mal den Chiseled Stone Brick. Und wir sind momentan auf Platz 4. Denn ihr müsst euch mal ausrechnen, die Wahrscheinlichkeit, dass ich von 3 Items, von 3 Random Drops, 3 Mal einen Block bekommen habe, der mich jeweils halt immer einen Block 1 Meter weiter von nach vorne bringt, relativ gering. Ihr seht auch schon, dass sterben momentan sehr viele Leute. Das ist aber nicht schlimm, denn sie sind nicht draußen. Denn es ist anders als bei einem Death Run. Man kann nicht rausfliegen. Danke für die Heavyweight Pressure Plate, die wird mir jetzt nicht so viel bringen. Denn wenn man stirbt, ist man nur für die nächsten 3 Drops blockiert. Das heißt, hier auf deinem Bedrock wird eine Zeit lang nichts passieren. Ist schon ärgerlich, aber du kannst wenigstens noch komplett weiterspielen. Ich sag euch ehrlich, es gibt so einige Items, die uns auf jeden Fall richtig krass voranbringen können. Ihr könnt ja mal in den Kommentaren schon mal vermuten, was wäre dann so die beste Taktik, um vielleicht an Stuff, der uns was bringt. Ja, so ein Bogen. Ich würde eher einen Bogen nach da vorne machen, wenn ich verstehe, was ich meine. Guck mal da vorne. Wen haben wir denn da? Ich habe da gerade eine Lederhose gesehen. Sieht stylisch aus. Tony. Ja, da muss man sich aber geschickt anstellen. Robbie Robster. Erst 2 Blöcke. Oh, das kann ich auch nochmal direkt dazu sagen. Das wäre rein theoretisch unser erster Mitbewohner. Einen Drowned. Oh mein Gott. Blöckentechnisch läuft es gerade gar nicht. Wir sind halt aktuell bei 3. Andere haben teilweise schon 8. Das ist halt so unfair, ne? Da gab es direkt mal einen Lock. Und da fängt es halt auch direkt schon mal an. Du bekommst einen Holzlock. Sparst du dir das jetzt auf und wartest, bis du das nächste Mal wieder Holz bekommst? Danke, mal wieder ein Block. Auf geht's. Ich glaube, das wäre eine Sache, die ich machen würde. Und wie ihr auch schon seht, Gravitation gibt es heute nicht. Ich glaube, Kollege Trockenwind da drüben ist ein bisschen verwirrt darüber. Sand, Gravel, Concrete Powder, Anvils wird alles nicht runterfallen. Deswegen funktioniert das auch gerade mit dem Anvil. Oh, como estás? Ein Crimson Stem, der uns 4 Locks geben könnte. Oder umgerechnet einen Crafting Table. Oh Gott, also das gefällt mir jetzt gar nicht. Also wir kommen damit mit einem Block schon mal weiter. Aber halbe Jump'n'Run Map. Ich mache auf jeden Fall den Crafting Table. Wir machen es erstmal so. Auf Nummer sicher. Und 7 Blöcke. Und oh mein Gott, das Investment hat sich gelohnt. Basti, der alte Sparfuchs, macht sich mal aus potenziellen 4 Blöcken direkt mal 6 und kann an allen vorbei. Also ich werde jetzt nicht an allen vorbeiziehen, aber Platz Nummer 2 für euren Streamer und YouTuber des Vertrauens. Es wird auch später nochmal ein bisschen interessanter, denn ihr merkt, also der Drop kommt immer nur dort am Ende. Lasst euch davon nicht irritieren, das ist by the way die Border. Der Block kommt immer wieder nur auf dem Bedrock. Das heißt, wenn du irgendwann mal so 100, 200 Blöcke
dort bist, dann musst du das auch das Ganze wieder gut timen mit dem Zurücklaufen. Das heißt, da liegen schon mittlerweile voll viele Items, aber du musst immer wieder halt anstrengend zurücklaufen. Ja, dann hast du halt ein Problem. Also ich glaube, wir werden heute viele verschiedene bunte Wege sehen. Ja, mit den Endrods, das sieht auf jeden Fall spektakulär aus. Und rein theoretisch... Gott, also aufmachen sollten wir das nicht, aber es ist ein weiterer Block, der vorangetrieben werden kann. Platz 2, dass wir einfach auf der 2 sind. Guck mal den Kollegen hier hinter mir an. Also, ne, ich meine es überhaupt nicht böse mit dir, Robbie, aber bei Basti sieht es ein bisschen stabiler aus, muss ich sagen. Oh mein Gott, Smooth Stone Slab, da kommt mir direkt Minecraft One Block auch in den Kopf. Also momentan befinden wir uns sehr viel im Himmel. Ich sag euch ehrlich, es macht auch unfassbar viel Spaß. Ich bin so One Block süchtig gerade. Oh mein Gott, guckt euch das mal an. Der Kollege, da wird es auf jeden Fall ein krasses Comeback geben, denn der Sapling auf Moos, der wird wachsen. Es geht ja nicht nur darum, einen Setzling zu bekommen, sondern noch das große Glück, Dirt oder Moos zu haben. Ja, das ist ja unfassbar krass. Oh nein. Hast du dir selber den Weg zerbaut? Man kann nämlich seine einmal platzierten Blöcke, man kann sie nämlich nicht wieder abbauen, damit man sich jetzt nicht nur mit 3 Blöcken einfach unendlich weit bauen kann. Ja, das ist natürlich ärgerlich. Ich bin ready. Nächster Drop. Eine Eisentür. Nee. Zum Hochkommen praktisch, aber das ist jetzt halt kein Block, den ich so seitlich platzieren kann. Das ist, glaube ich, eher problematisch. Wir lassen gerade ein bisschen nach und ihr seht gerade so auf Platz 1, Platz 2, da geht es gerade in die Richtung 30 plus. Ich glaube, da müssten gerade langsam die ersten Bäume gewachsen sein und so, weil anders könnte ich mir das nicht erklären. Und da werden diese Leute auf jeden Fall auf lange Strecke, werden die gewinnen. Da sind wir momentan noch ein bisschen, naja, ein bisschen armselig unterwegs. Trockenwind aber auch schon direkt mit ein bisschen Holz und wunderschönen Cosmetics. Pink Glazed Terracotta und jetzt noch eine Bubble-Koralle, die jetzt leider gleich stirbt, aber für den Moment sieht es ja schön aus. Also ich habe mich, am Anfang hatten wir sehr viel Glück, aber das Glück scheint mich gerade ein bisschen zu verlassen. Minecraft. Oh, also, ja, ein Seed könnte interessant werden, denn Weizen anbauen, Weizen ernten, 9 Weizen, 1 Block. Ich glaube, das wird aber eine Weile dauern, bis der uns halt wirklich voranbringt. Also ich sag euch ehrlich, wir sind auf Platz 18 abgerutscht. Aber ich bin nach den ersten 20 Minuten roundabout, ich bin hier eigentlich zufrieden. Ich bin hier stolz auf meine 26 Blöcke und... Muss ehrlich sagen, mein letzter Block, den ich so bekommen habe, der ist eine Weile her, ne? Oh mein Gott! Oh mein Gott. Wer hat den Baum da hinten? Egal wer, das wird so Jackpot da drüben, ne? Guck mal. Wenn man eine Schere hat, hat man auch noch mit den Leaves super viele Blöcke. Die ganzen Logs, das zu Planks, dann zu Slabs, da müsste gleich die 100 drin sein. Easy going. Ich würde auf jeden Fall den obersten Log nicht abbauen, damit die Leaves noch nicht despawnen. Wobei, man braucht ja auch nochmal einen Setzling. Ja, das ist auf jeden Fall nicht unser Problem da drüben, wie man das am besten macht. Kurzer Vergleich in der Zwischenzeit. Bambus wächst gar nicht mal so schnell. Aber Top 20 immer noch, echt. Also, ne, wir sind in den unteren 10%. Elite. Und da drüben wächst ein Baum. Azalea. Und ich krieg, was ist das? Ein Snow... Oh mein Gott! Oh mein Gott, oh mein Gott! Ich check jetzt erst Snow Golem Spawn Egg. Ich habe eine Schaufel. Bro, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Wenn ich den Kollegen jetzt einbaue, ich brauche ein paar mehr Blöcke. Wenn ich den stabil einbaue, dann haben wir unendlich Schneeblöcke. Daran habe ich halt überhaupt nicht gedacht, dass das halt funktioniert. Wir sind in einem Plains-Biom. Easy going. Wir brauchen halt nur sehr viele Schaufeln. Oh. Da scheint wohl jemand sein. Oh nein, Eisengolem auf der Insel gespawnt. Ja, der würde ich jetzt, glaube ich, für den Rest des Battles auseinandernehmen. Oh ja! Mangrovenholz. Sehr, 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 sehr gut. Okay, jetzt nachdenken. So, boah, ich habe ja sowas auch noch nicht gemacht. Dann machen wir hier nochmal eine Slab, dass er jetzt hier nicht rauflaufen kann. Also man könnte jetzt denken, boah, Basti, du wastest doch so krass gerade deine Blöcke. Aber wenn ich den jetzt hier rein platziere, der kann nirgendwo hingehen. Und jetzt, pass auf. Okay, wir müssen langsam machen, weil sonst fällt es runter. Hiermit haben wir unsere Farm. So können wir auf jeden Fall super viele Blöcke uns ranholen. Und wir sind ja super, super weit nach hinten abgefallen. Wir brauchen halt nur mehr Schaufeln. Aber ihr seht selber, die Hälfte der Durability sind halt schon mal umgerechnet 16 Blöcke. Und das ist ja schon mal nicht verkehrt. Ich mache mal hier einen Sicherheitsblock. Und wir müssen auch nochmal ein Dach gleich machen. Weil wenn es regnet, würde er sonst sterben. Setzling! Oh mein Gott, es beginnt. Es beginnt. Alter, das ist der Traum. Ja, Bro, jetzt geht's aber auch los, ne? So, damit ist er erstmal sicher. Und wir können uns erstmal weiter lang bauen. Und mit einem Setzling haben wir auch nochmal Holz. Leute. Wir sind auf einem sehr, sehr, sehr guten Run unterwegs. Hilfe. Wir brauchen nur noch Dirt. Wir brauchen nur noch Dirt. Und wir haben 2 automatisierte Farmen. Wir sind schon wieder in der Top 20. So, man denkt immer nur an Cobblegen, man denkt an Holz. Aber ich habe so vergessen, wie OP das hier sein kann. Ich liebe dieses Event, ne? Es ist immer wieder, es ist so geil. Zum Glück machen wir das endlich mal wieder. Es macht so viel Spaß. So, Schaufel kaputt. Aber
wieder 16 Blöcke. Also insgesamt 32 Blöcke haben wir durch unseren Schneegolem bekommen. Durch den Snowman. Würde ich mal sagen, lohnt sich definitiv. Also wir mussten natürlich auch ein paar Blöcke jetzt für die Fläche hier investieren. Aber das Ganze läuft noch über eine Stunde. Was halt eben auch gut ist. Denn auf Langzeit werden wir daraus noch mehr profitieren. 75 Blöcke. Also verglichen auf Platz 1 ist das ein halber Marathon, den wir noch laufen müssen. Aber ja, die Items gehen in eine Richtung, ja, mit dem man auf jeden Fall arbeiten kann. Ein Beacon. Come on. Ja! Oh, let's go, let's go, let's go! Eisenschaufel! Und wir könnten danach direkt nochmal Holzschaufeln auch nochmal machen. Also ihr checkt, in was für eine Richtung das geht. Und jetzt, Leute, Attention, der Kollege. So, Schaufel ist zerstört. Dafür aber nicht unser Stand, was Holz angeht. Das ist nochmal fast ein Stack, den wir platzieren können. Wir gucken mal, ob wir noch was anderes haben. Hilfe, wie viel? Wir haben leider nichts weiter Brauchbares. Einen Sniffer, Rabbit. Nee, leider erstmal nichts, womit wir was anfangen können. Wir könnten uns aber, wie gesagt, eine Holzschaufel machen. Holzschaufel besser als nichts. Na dann, genießt mal. Das sind jetzt einfach mal 50 Blöcke, die wir machen. Damit durchbrechen wir die Dreistelligkeit und sind bei über 100 angekommen. 133 Blöcke. Jop, das ist nicht schlecht. Guckt mal im Vergleich zu den anderen, wo ich bin. Bro, das ist crazy. Guck mal, wie lange ich brauche, um zurückzulaufen. Ich glaube, es wäre schon schlauer, die ganzen Planks. Ich könnte rein theoretisch 6 Sticks haben, also 3 Schaufeln, je nachdem, was ich für Material bekomme. Wenn ich jetzt halt einen Dia-Block bekomme oder einen Eisenblock, das wäre so gut. Ender-Chest. Das ist sogar praktisch. Ich glaube, die platziere ich lieber hier, um das in der Nähe zu haben. Wenn ich das da freimache, bleibt er da drin? Ja, das ist unfassbar gut. Ich könnte aber trotzdem eine, soll ich wenigstens eine, wie viel Durability hat eine Holzschaufel? Alright, ein bisschen Equipment-mäßig. Eine Holzschaufel wären 64 waren das. Dann machen wir uns eine Holzschaufel und können nochmal die Zeit auch stabil überbrücken. Bis, ja, dann eine Menge droppen. Aber guck doch mal ganz kurz Platz 1, ne? 329. 329, das, schallert. Aber trotzdem, wir sind Platz 4, Leute, ne? Das dürfen wir auch nicht vergessen. So, eine Holzschaufel hat uns jetzt 15 Blöcke gegeben. Müssten 59 Durability sein. Und guck mal hier. Das nächste Holz, das ist richtig gut. Das speichern wir. Das ist halt zu wertvoll. Aber wir gehen nochmal weiter nach vorne. Und wir kommen damit jetzt auch in die Top 3. Spiele. Tut mir leid. Aber Basti hat erstmal die 150 durchbrochen. Top 3 von 200 Spielern, ne? Das müsste ich, ne? Euer YouTuber. Bin doch da. Ich bin noch da. Würde sagen, wir machen uns nochmal eine weitere Holzschaufel. Solange wir halt noch ein bisschen Holz haben. Das ist ein Zombie-Pferd. Wir haben wieder roundabout 16 Blöcke. Die hauen wir wieder nach vorne. Aber 349 und 400. Ich weiß nicht, was da genau passiert. Das sieht für mich dann ehrlich schon nach einem 2x2-Baum aus. Wenn du irgendwie Spruce-Setzlinge hast oder so. So, 166. Trotzdem solide Leistung, wenn ihr mal vergleicht. Die anderen hier sehr viel mit Holz. Das muss ja dann auch über Bäume sein. Aber ihr merkt einfach, der Schneemann ist einfach stärker aktuell als die Bäume, weil die Bäume halt einfach nicht so schnell wachsen. Sie wachsen nur tagsüber. Wir haben halt auch sehr lange Zeit Nacht. Und wir haben jetzt auch direkt mal den Wechsel auf Platz 1. Also es bleibt spannend und wir sind noch bei über, also wir haben noch über 50% der Zeit. Oh mein Gott, was ist denn mit der Elytra? Ihr dürft aber nicht vergessen, mit der Elytra sind wir in der Lage, wenn wir jetzt Raketen hätten, schneller nach vorne zu traveln. Aber ich kann keine super weite Distanz zurücklegen, weil es muss halt ein Block am Ende unter mir gewesen sein. Also ich könnte jetzt tausende Blöcke vielleicht in eine Richtung fliegen, bringt mir aber halt gar nichts, weil, naja. Aber wenn ich halt Raketen hätte, wäre es halt schon geil, weil ich damit halt zum Ende meiner Map fliegen kann. Ich werde jetzt, by the way, keine Holzschaufel mehr machen. Das ist mir jetzt gerade nicht wert. Wir müssen jetzt echt hoffen, dass wir stabile Materialien bekommen. Gold. Goldschaufel ist es leider auch nicht, Leute. Ey, ist ultra geil. Unser zweiter Setzling gefällt mir. Aber wir brauchen halt, wie gesagt, etwas, worauf wir das anpflanzen können. Noch einmal 5 Blöcke. On top. Sehr gut. 173. Ja, die 200, die nähert sich langsam. Aber auch die Hälfte der Zeit. Eine Stunde ist rum, 60 Minuten gespielt. Bin mehr als zufrieden, dass wir überhaupt hier eine einstellige Platzierung haben. Unfassbar. Bei einem Tournament, bei dem es halt wirklich sehr viel um Glück geht. Also ein Dia-Block wäre so krass. Dia-Block wäre fast das Beste. Oh mein Gott. Okay.
Also der ist natürlich auch krass. Wenn wir irgendwann einen Cobblegen hinbekommen sollten, das heißt nochmal einen Wasserblock, nochmal einen Wassereimer. Okay, gerne. Aber jetzt für den Moment noch nicht. Ja, nochmal drei Blöcke, 180. Langsam, aber es geht voran. Platz 7. Wir werden definitiv irgendwie nochmal eine Schaufel bekommen oder einen Dirtblock oder irgendetwas, worauf wir einen Sapling anbauen können. Und dann geht das hier ab. Oh, let's go! Es ist kein Dia-Block, es ist nicht der Eisenblock, aber es ist eine Dia-Schaufel, die uns unfassbar weit nach vorne bringen wird. Das weg, das weg, das weg, das weg, das weg, das weg. Ich brauche Platz im Inventar. Attention. Ich sag euch ehrlich, damit schaffen wir 200-300 Blöcke. Alright, ja, das ist jetzt erstmal hier eine eintönige Beschäftigung, aber es ist gut, eine Beschäftigung zu haben. Wenn das noch früher passiert wäre, dann hätten wir das sogar noch früher schaffen können. Ignoriert jetzt die aktuelle Platzierung. Alle anderen platzieren jetzt auch gerade ihre Blöcke, machen und tun. Wir sind da temporär erstmal. Wir checken trotzdem mal ganz kurz, was dort jetzt alles liegt. Schuhe, eine Allium. Oh mein Gott, eine Allium für die Offhand als Glücksbringer. Also wenn denn jetzt, sollte ein Dia-Block kommen, dann werden wir den Rest, dann werden wir das gesamte restliche Battle nur noch hier abbauen. So, wir haben jetzt einfach gleich 6 Stacks Schneeblöcke. 6 Stacks. Ihr checkt das, ja? Unsere Schaufel ist aber auch erstmal finito, Bandito. Aber das war uns schon bewusst, dass wir sie, wenn, so benutzen werden. Ja, man könnte überlegen zu fastbridgen, sage ich ehrlich. Werde ich aber nicht tun, ist mir zu riskant. Man könnte ernsthaft überlegen, vielleicht sogar runterzuspringen, dann kriege ich 3 Drops nicht. Man muss weniger laufen. So, Platz 12. Wir haben, by the way, mal nebenbei die 200er-Marke durchbrochen. Das sollte jetzt aber keinen mehr überraschen. Also hier ist, by the way, niemand mehr in unserer Nähe. Also jedenfalls um uns herum. Aber ihr seht es selber. Top 5, Top 4. Und es wird auch noch in über 500 Blöcke gehen. Also Platz 3 gar nicht mal so weit entfernt. Ich sage euch auch ehrlich, so, ihr habt selber gesehen, wie schnell 300 Blöcke auch sein können. Das heißt, hier geht vielleicht noch was. Und wir werden vor allem jetzt erstmal das Ganze wieder zurücklaufen. 1000 Blöcke auf Platz 1 wurden durchbrochen. Das ging jetzt relativ schnell mit dem Zurücklaufen. Was haben wir hier? Komm. Schade. Kein Dirt. Halt Holz. Wir könnten halt Holzspitzhacken wieder machen. Ja. Aber wisst ihr selber, dass das jetzt halt nicht so heftig ist. Jetzt sind wir mittlerweile aber auch schon sehr picky und das dürfen wir auch, weil wir nehmen natürlich jetzt nur die besten Items mit und teilweise einzelne Blöcke sind nicht mehr so viel wert für uns. Oh mein Gott. Das ist die Wasserquelle. Das ist die Wasserquelle, die wir noch brauchten. Also, es reicht, wenn wir das Ganze so machen. Das ist schon ein Cobblegen. Ich habe es so overthinked. Alright. So, boah, das könnte jetzt nochmal sehr, sehr entscheidend sein. Wir machen uns mal schnell eine Holzschaufel, um nochmal nebenbei ein bisschen minimal produktiv zu bleiben. Ja, aber den Cobblegen hätten wir den Cobblegen halt vielleicht früher bekommen. Das wäre halt unfassbar gut. So, leider noch kein Dirt. Wasser, also das Eis schmilzt leider auch nicht. Oh, doch! Hä, aber Leute, das funktioniert nicht, oder? Doch, es funktioniert. Der improvisierte Cobblegen. Auf geht's, jetzt aber nochmal mit Stein schaufeln. Heißt, einmal Holzspitzhacke. Machen uns erstmal eine. Und jetzt nochmal ordentlich in den Schnee rein. Okay, das feuert. Aber ich fühle mich nicht so wohl dabei, meine letzten beiden Sticks für eine Steinschaufel zu verschwenden, in Anführungszeichen. Aber wenn da jetzt halt kein besseres Material liegt, was soll ich halt machen? Nochmal den nächsten Drop abwarten, würde ich sagen. Damit machen wir auf jeden Fall nochmal ein paar Blöcke gut. Aber wir bleiben auf jeden Fall erstmal aktuell in der Top 10, was schon mal sehr, 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 sehr stabil ist hier. Damit sind wir wieder auf der 7. Für die 6 wird es auch reichen. Nochmal kratzen, was geht. Und wir haben 700 Blöcke glatt. Das ist unfassbar gut, unfassbar stark. Wir müssen mal gucken, was noch geht. Alright, und wir müssen vielleicht hoffen, dass dort jetzt vielleicht eine Netherite-Schaufel liegt. Und wir machen nochmal richtig den Schnee-Express. Oh mein Gott, Netherite-Block. Ja, danke dir. Bringt uns halt nur absolut gar nichts.
Leider. Wir haben halt leider nicht mal mehr auch Holz, damit wir uns überhaupt was Neues machen könnten. Das heißt, aktuell schwierig. Wir können halt hier am Cabbage noch stehen. Das sind halt wenigstens nochmal ein paar Slabs, that's true. Und wir dürfen auch nicht vergessen, es hätte noch viel, viel schlimmer ablaufen können. Ich glaube, da drüben, da gab es halt keinen Cobblegen, da gab es keinen Schneegolem. Wir hatten halt schon echt Glück. Ja, komm, wir machen jetzt nur den Steinschaufel-Turbo. Damit können wir nochmal ordentlich Blöcke machen. Let's go, jetzt nochmal alles geben. Das bleibt hier weiter entspannt. So, wir haben jetzt nochmal 2 Stacks Schneeblöcke. Nochmal dann gleich die Slabs verkraften wir auch. Und das sieht doch nochmal sehr, sehr, sehr stabil aus. Das platzieren wir nochmal und schnappen uns jetzt nochmal zackig die Elytra, mit der wir nochmal schneller fliegen können. Also schneller traveln können. Alright, Leute. 2000 Blöcke wurden geknackt. Jetzt nochmal alles geben. Wir kämpfen bis zum Schluss. So, die 800 schaffen wir auch. So, jetzt nochmal zurück. Vielleicht schaffen wir nochmal was. Gott, ich dachte, ich werde übers Ziel hinausgeschossen. Ey, nochmal einen Dia. Noch einmal ein Dia. Aber leider keine Sticks. Leider keine Sticks. Aber jetzt zum Schluss kommt er. Ich hab's jetzt erst gecheckt. The Almighty Grasblock. Aber der wird uns jetzt leider nicht mehr so viel bringen. Der wird uns leider nicht mehr so viel bringen. Okay, wir machen aber die finale Taktik. Wir werden jetzt nochmal ans Ende der Welt gehen. Mehr Blöcke können wir wahrscheinlich nicht mehr platzieren. So, mit dem Spawn hätte man rein theoretisch auch nochmal so viele geile Sachen machen können. Einfach ein Netherite-Block. Naja. Leute, 2 Stunden. Wir sind hier fast 900 Blöcke weit gekommen. Stehen im strömenden Regen, aber unfassbar geiles Event. 200 Spieler und wahrscheinlich so eine unfassbar lustig aussehende Map. Ich glaube, wir haben super viele bunte Wege. Cobblegens, Bäume, Snow Golem, Schneefarmen. Super viel geilen Stuff. Danke an jeden Einzelnen, der hier mitgemacht hat. Und ich sage euch ehrlich, unfassbar geiles Event, wenn ihr davon mehr sehen wollt. Lasst es mich unbedingt in den Kommentaren wissen. Lasst ein Like da, damit wir das Ganze noch häufiger machen werden. Und ich werde gleich mit einem OP-Gap nochmal hier eine Strecke fliegen. Und wir gucken mal, wie weit wir damit kommen. So, wir probieren es mal. Noch 90 Sekunden. Wir müssen mal auf unsere Cords achten. Oh Gott, hier ist die Border. Also hier wären schon mal 1000. Das wären mittlerweile 1300 Blöcke. Jetzt wären wir in der Top 3. Bro. Und es geht langsam ins Void. Geiles Event und immer wieder gerne. Alles gegeben. Und so sieht es by the way aus, wenn man stirbt. Haben wir auch nicht geschafft. GG an alle. Es war unfassbar geil. Es hat super viel Spaß gemacht. GG. GG an alle. Und auch natürlich GG an Jan 1111.